Alle Welt schaut in diesen Tagen nach Gaza. Das hat natürlich gute Gründe, aber es führt dazu, dass das Westjordanland ein wenig in den Hintergrund rückt. Da herrscht natürlich kein Krieg, aber auch dort ist die Lage im Moment extrem angespannt. Terrororganisationen wie die Hamas und andere sind auch dort aktiv und Israels Armee geht regelmäßig gegen sie vor, wobei bei diesen Kämpfen auch immer wieder Unschuldige ums Leben kommen. Dazu gibt es aber noch eine andere Gruppe, die die Lage zusätzlich anheizt. Und das sind radikale israelische SiedlerInnen. Gegen die wollen die USA und die EU nun möglicherweise Einreiseverbote beschließen. Zur Erinnerung, in israelischen Siedlungen im ganzen Westjordanland verstreut leben insgesamt knapp eine halbe Million Menschen. Die internationale Gemeinschaft, darunter auch Deutschland, verurteilt den israelischen Siedlungsbau regelmäßig als völkerrechtswidrig und als Friedenshindernis. Das ist aber nicht das einzige Problem. Es gibt unter den SiedlerInnen eine radikale Minderheit, deren Mitglieder immer wieder gewalttätig werden. Sie reißen zum Beispiel Olivenbäume aus den palästinensischen Feldern aus, sie zünden palästinensische Autos an, Häuser und immer öfter greifen sie auch Menschen direkt an. Im Frühjahr zum Beispiel überfielen Hunderte von ihnen das palästinensische Dorf Hawara, zündeten Autos und Gebäude an und erschossen einen palästinensischen Mann. Danach sprach sogar die israelische Armee von einem Pogrom. Allerdings werfen auch viele der Armee vor, selbst nicht genug gegen diese Art von Gewalt zu tun. Und es gibt in der aktuellen israelischen Regierung Personen, wie etwa den rechtsradikalen Minister für innere Sicherheit Itamar Ben-Gvir, die die radikalen israelischen SiedlerInnen immer wieder öffentlich in Schutz nehmen. Die USA haben nun angekündigt, in Zukunft jeder Person, die die Sicherheit, Stabilität und den Frieden im Westjordanland untergräbt, die Einreise zu verweigern. In der EU werden ähnliche Maßnahmen diskutiert. Vieles daran ist noch unklar, zum Beispiel wie diese Personen überhaupt ausgewählt werden, denn viele von ihnen werden im israelischen Rechtssystem überhaupt nicht verurteilt. Aber vielleicht geht es auch gar nicht so sehr um die einzelnen Sanktionen, sondern eher um die allgemeine Botschaft, nämlich die Botschaft an die israelische Regierung, endlich mehr gegen diese Gewalt zu tun. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare.